Gott ist gut. Alle Zeit, oder? Weil er gut ist, betrachte mal sein Wort. Und ich habe ein Thema für uns. Christen dienen in ihren individuellen Funktionsgaben. Oder Dienstgaben, ja? Und so heißt auch der Untertitel: Erkenne, entwickle und wende diese 7 Dienstgaben zur Ehre Gottes an. Ja? Christus ist ja so im Zentrum. Das Kreuz ist immer im Zentrum und wir versammeln uns um das Kreuz. Jesus hat am Kreuz den Sieg für uns errungen und hat alles erwirkt für uns. Und er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind seine Glieder. Ja? Und als solches dürfen wir das verstehen. Es ist einfach gut zu wissen. Für Christengemeinden oder Kirchen ist die Gesundheit der Gemeinde wichtiger als die Größe. Ja? Gott will, dass unsere Gemeinden gesund sind, ja? Dass sie miteinander funktionieren und als gesunder Organismus leben. Das ist so der Gedanke Gottes. Ja? In Römer 12, Vers 10 heißt es: Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Ja? Marisa hat schon gesagt, Gemeinde ist wie eine Familie, wo man sich wohlfühlt. Also zu Hause ist da, wo nicht nur der Schlüssel passt, sondern auch das Herz sich wohlfühlt. Das ist immer wichtig, ja. Also ich fühle mich total wohl in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, ja. Da bin ich daheim, weil wir einfach eine starke Beziehung zueinander haben, Freundschaften, die es auch angenehm machten. Also herzliche Liebe soll die Gemeinde auszeichnen. Wir wollen als gesunder Organismus miteinander und füreinander da sein. Ja? Das ist einfach gut und grundlegend wichtig. Jetzt zu den 7 Funktionsgaben, wie sie in Römer 12, 6 bis 8 stehen. Dort finden wir sie. Und für eine gesunde Gemeinde ist wichtig, dass diese Funktionsgaben auch positiv angewandt werden. Ich lese uns mal vor, Römer 12, 6 bis 8, dort finden wir sie. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstehen. Also die erste Gabe, das prophetische Reden. Zweitens, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen, ja, ist die Gabe des praktischen Dienstes. Drittens, wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden, ja. Die Gabe des Lehrens wird hier beschrieben. Viertens, wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Also viertens, die Gabe des Ermutigers oder Ermahners. Fünftens, wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Also die Gabe des Gebens. Sechstens, wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Die Gabe des Leitens. Siebtens, wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Also die Gabe der Barmherzigkeit. Und die wollen wir uns jetzt genauer ansehen, wie sie auch in der Bibel beschrieben werden. Also das Bild vom Körper bezeichnet unsere liebevolle Gemeinschaft zueinander. Ja, ein Leib, viele Glieder, Jesus als Haupt des Leibes. Und so hat jedes Glied am Leib seine Funktion und seine individuelle Funktion. Also es wird vorgehend vor diesen 7 Dienstgaben, wird das hier beschrieben in Römer 12, 4 und 5. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Ja? Also wenn ich das Glas hier nehme, ja, dann sind einige Glieder im Einsatz. Mein Arm, meine Hände. Ja? Und dann trinke ich einfach mal. Ne? So ist das, so von Gott gedacht. Ein Leib, viele Glieder.
Das letzte Mal habe ich ja hier darüber gesprochen, diesen fünffältigen Dienst, ja, dass der Wiederherstellung des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde wichtig ist, ja, damit die Gemeinde nicht zugrunde geht, sondern dass sie auflebt. Und Jesus hat der Gemeinde diesen fünffältigen Dienst geschenkt. Wir finden das in Epheser 4, Vers 11. Und so hat Christus denn auch seiner Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Ja? Das ist auch so wichtig. Ja? In diesen Funktionsgaben sind auch drei dieser Finger mit enthalten. Ja? Und darum ist es gut, das zu verstehen. Der Apostel, ja, der berührt sie alle. Er berührt den Propheten, er berührt den Evangelisten, den Hirten und den Lehrer. Und es ist gut, wenn diese starke Hand Gottes zum Einsatz kommt. Also wofür schlägt dein Herz? Und wir müssen wissen, in uns steckt mehr, als wir glauben. Und das ist auch so wichtig, dass wir diese Gaben entdecken und entwickeln. Wofür schlägt unser Herz? Letzten Sonntag hat ja Dave Monroe darüber gesprochen, dass wir in der richtigen Herzenshaltung dienen sollen. Ja? Er hatte das so herausgestellt, dass wir nicht immer alles verstehen müssen, warum wir dienen, sondern dass wir Liebe einfach einsetzen und dienen, wie Jesus es getan hat. Er tat es aus Liebe. Und so dürfen wir es auch lernen. Wir lernen von Jesus, in der richtigen Haltung zu dienen. Und die richtige Haltung ist immer die Motivation der Liebe. Ja? Jesus war uns ein Beispiel in vielerlei Hinsicht. Er kam vom Himmel herab. Und er war bereit, ein Diener zu werden, den Menschen zu dienen hier auf Erden. Ja, er kam nicht als Herrscher, sondern er kam als ein Diener. Ja, und als solches war er uns ein Riesenvorbild. Jesus gab uns ein Vorbild, wie wir einander dienen sollen. Ja, in der Fußwaschung, ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Jesus band sich das Schürz um und war bereit, seinen Jüngern, ja, beim letzten Abendmahl auch die Füße zu waschen. Ja. Er war bereit, ihnen den niedrigsten Dienst zu tun, ja, die Füße zu waschen, dreckige Füße. Das ist so die Bereitschaft, in allen Bereichen zu dienen, ja, auch den untersten Weg zu gehen. Im 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, ja. Ein jeder diene in seiner Gabe, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und jeder Mensch hat Gaben, jeder hat Talente und jeder hat Möglichkeiten, auch nur die du hast. Und von daher sollen wir das zur Ehre Gottes anwenden. Ja? Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes, heißt es in der Schrift. Ja? Und so dürfen wir auch diese sieben Funktionsgaben anwenden. Ja? Sie unterstützen die Gemeinde, sie unterstützen den Leib. Ja, ich will sie uns nochmal vorlesen, ja, wir schauen uns jetzt genauer an. Als erstes ist ja aufgeführt, prophetisch zu reden. Ja, prophetisch zu reden, griechisch steht da prophetaian. Das sind Gedanken und den Ratschluss Gottes auszusprechen. Ja, man nennt ihn auch den intuitiven Mensch. Der sensibel ist für das Reden Gottes. Er hört die Stimme Gottes, ja, als Impuls in seinem Herzen und er gibt es an die Gemeinde weiter. Es steht hier in Römer 12, Vers 6, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, ja. Wie jedes Glied an unserem Leib unterschiedlich ist, so hat er auch uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Also prophetische Rede, prophetische Aussagen werden niemals dem Wort Gottes widersprechen. Ja? Gott kann sich nicht widersprechen. Gott gibt sein Wort und sein Wort ist Maßstab für alles. Ja? Und prophetische Rede darf auch dem nicht widersprechen. Ja? Prophetia, das griechische Wort Prophet, setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, Pro und Femi. Die Bedeutung ist, für jemand die Stimme zu erheben, als Bote einfach für Gott zu sprechen. Ja?
Es ist gut. In 1. Korinther 14, Vers 1 sagt Paulus, da setzt er wieder das Prophetische an den Anfang von dem 14. Kapitel. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Das heißt, Herr, ich will offen sein, wenn du zu mir reden willst, was ich weitergeben kann, dann tue das. Das heißt, einfach mal ein offenes Herz zu haben für das Reden Gottes, damit er mich gebrauchen kann. Also sei offen für die prophetische Rede. Öffne dich dafür. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen prophetischen Dienst tue oder ob ich mich individuell prophetisch gebrauchen lasse. Ja? Ein Prophet, der hört immer Gottes Stimme. Der ist auch immer bereit zu hören und etwas weiterzugeben. Ja? Ein prophetisches Reden kann auch individuell mal geschehen. Ja? Und ist nicht vielleicht so häufig da wie bei einem Propheten, der es als Dienst ausführt. Ja? Dürfen wir richtig verstehen und richtig einordnen lernen. Zweitens ist hier in den Funktionsgaben die Rede von einem praktischen Dienst oder von einem Amt. Griechisch steht da Diakonian. Ja? Wir kennen all das Wort Diakon, ja? Wie es auch beschrieben wird. Das Amt des Diakons, er ist der handelnde Mensch, der wo anpackt, der wo irgendwo die Dinge erkennt, wo Mangel ist und er setzt sich dafür ein, auch mit seinen Gaben und Talenten. Steht in Römer 12, Vers 7, aus der Neuen Bibel heute habe ich mal genommen, ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben, ein Amt zu übernehmen. Ja? Er soll diese Gabe einsetzen. Ja? Die erste Zeit so in meiner Gemeinde bekam ich das Amt als Hausmeister. Ja? Ich habe dann als Hausmeister gedient und habe dann die Aufgaben übernommen, die also Hausmeister machen muss. Habe Wände gestrichen, habe draußen den Rasen geschnitten, Hecken geschnitten, habe gekehrt und alles sauber gehalten. Ja? Das war mein Dienst als Hausmeister. Und ich habe diesen Dienst gerne getan, weil ich ihn zur Ehre Gottes getan habe. Ja? Und die Gemeinde ist aufgeblüht, ja? Auch durch praktische Dienste. Es braucht Christen, die praktisch anpacken. Ja? Ein Beispiel, ich arbeite auch bei der Tafel mit, weil ich will auch praktisch was tun für unsere Stadt. Ich will auch den Armen da irgendwo dienen, ja, aus Dankbarkeit. Ich tue es nicht irgendwo für etwas zu erreichen, sondern ich tue es aus Dankbarkeit. Gott hat mich gesegnet, meine Familie gesegnet und ich will aus Dankbarkeit auch den Armen dienen. So fahre ich mit dem Auto durch die Gegend, sammle Lebensmittel ein, da gehen viele Kisten durch meine Hände und ich kann einfach dazu beitragen, dass den Armen da geholfen wird, ja. Handwerk, ja, handwerkliche Fähigkeiten kann man zur Ehre Gottes einsetzen. Ja, Christen beim Umzug helfen oder diese Dienste tun, Küchendienst, Putzdienst, das sind auch alles praktische Dienste, die man in der Gemeinde anwenden kann. Und es ist gut, wenn es geschieht. In 1. Timotheus steht zu diesem Amt, zu diesem Diakonenamt, ja, wenn man das mal sich ein bisschen betrachtet, in 1. Timotheus 3, 8 bis 13, auch die Diakone in der Gemeinde sollen geachtete Leute sein, ehrlich und glaubwürdig in ihrem Reden. Sie sollen nicht zu viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich durch unehrliche Geschäfte zu bereichern. Denn das Geheimnis, das ihnen mit dem Glauben anvertraut wurde, können sie nur in einem reinen Gewissen bewahren. Die Diakone müssen sich ebenfalls zuerst bewähren. Nur wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum Dienst zulassen. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Genauso sollen Diakoninnen vorbildlich leben, keine Klatschmäuler sein, sondern besonnen in allen Dingen und zuverlässig, ja? Glatzsucht ist ja die typischste Kompensation von Minderwertigkeitskomplexen. Darum ist hier Klatsch und Tratsch nicht angebracht. Ja? Interessant, wie es hier beschrieben ist. Auch für einen Diakon gilt, dass er seiner Frau die Treue halten und verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen muss. Wer sich so in seinem Dienst als Diakon bewährt, den wird die Gemeinde achten. Und er selbst wird die Zuversicht und Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Jesus Christus schenkt. Ja,
So, Diakone sind immer eine Bereicherung für die Gemeinde. Sie sind immer gerne gesehen und sie packen an, sie helfen, sie sehen, wo es mangelt und sie tragen erst dazu bei, dass es besser wird. Drittens ist hier beschrieben der Dienst des Lehrens, des Lehrers. Griechisch steht da Diadasko. Man nennt ihn auch den analytischen Mensch, der gerne das Wort Gottes studiert, die biblischen Wahrheit herausforscht und sie auch verständlich weitergibt. Ja, so mit meiner Hauptaufgabe, das Lehren, das ist es auch mittlerweile geworden. Ja, ich lehre gerne und ich liebe das Wort Gottes. Ja, also in Römer 12, Vers 7 heißt es, wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Ja, der soll das wirklich leidenschaftlich tun und soll es verständlich an die Gemeinde rübergeben. Ein Lehrer macht zu Jüngern, damit der Schüler wieder andere zu Jüngern macht. Das ist der biblische Sinn, ja. Das soll so sein. Gehet und mache zu Jüngern, ja, sagt Jesus. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Und das soll es so sein, ja. Jesus hat viel gelehrt. Er war 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und hat sie das Reich Gottes gelehrt und die Zusammenhänge Gottes, wie Gott die Welt sieht und wie sie in dieser Welt dienen sollen. Ja, das ist so schön. In Lukas 6, 39 bis 40 steht ein interessantes Wort auch zum Lehrer. Jesus gebraucht einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ja? Wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Ja? Wie werden beide in die Grube fallen? Darum ist es wichtig. Ja? Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Ja? Und so ist Jesus für uns ein Vorbild in allen Lebensbereichen und wir dürfen ihm nacheifern, auch als Lehrer. Und dürfen uns an ihm orientieren. Und dieses Jüngerschaftskonzept hat Jesus sich ausgesucht, um diese Welt zu retten. Ja? Dadurch ist das Evangelium in alle Länder gekommen, durch Jüngerschaft. Jünger haben andere zu Jüngern gemacht. Ja? Interessanterweise, Jesus hat sie auch nicht um theologischen Seminar in Jerusalem gesucht. Ja, die Jünger. Er hat sie unter den Fischern gesucht, unter den einfachen Menschen. Und hat diese einfachen Menschen ausgebildet. Das finde ich sehr interessant und so soll es auch sein. Da ist jeder mit einbezogen, jeder soll sich zu Jüngern machen lassen. In Hebräer 5, Vers 12 heißt es, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Ja? Also der Hebräerschreiber stellt hier heraus, ja, dass alle irgendwo zu Lehrer werden sollen. Das Wort Gottes lesen, es studieren und es verstehen und es auch anderen beibringen. Deswegen sage ich auch immer, was du verstanden hast, sag anderen weiter. Was du irgendwo einordnen kannst und es ein bisschen im Zusammenhang siehst, lehr es. Ja, bring es an den Mann, bring es an die Frau. Unser Land braucht Menschen, die das Wort Gottes verstehen und lehren können. Unser Land mangelt an Lehrern. Und darum ist es so wichtig, dass sich Menschen zu Lehrern ausbilden lassen und es auch weitergeben. Viertens, der Dienst der Ermahnung oder des Ermahnens und Ermutigens. Ja? Ermahner und Ermutiger, ja. Braucht das Land. Griechisch steht hier Paraklesis. Wir kennen alle den Ausdruck Parakletos, der auch für den Heiligen Geist benutzt wird. Ja? Wenn Jesus sagt, ich werde euch den Tröster senden, ja? Den Heiligen Geist, ja? Der euch in die Tiefe der Gottheit hineinführt, dann spricht er auch von Parakletos. In anderen Übersetzungen steht Helfer, Fürsprecher, Tröster, Ratgeber, Beistand, alles das will er sein. Ja? Und dieses Wort Paraklesis ist damit verwandt. Der ermutigende Mensch nennt man ihn auch.
Er ermutigt nicht nur, sondern er bittet auch inständig, den Willen Gottes zu tun und sein Wort zu halten. Ja? Das ist so ein Hauptziel. Ja, er will, dass der Wille Gottes und das Wort Gottes als Wahrheit in sein Herz kommt und er es in sein Leben umsetzt. Das ist gesunde Seelsorge. Das ist der gesunde Dienst des Ermahnens und des Ermutigens. Ja? Der Wille Gottes soll geschehen. Der Segen Gottes kommt ja nur so weit in unser Leben, wie wir auch bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Wie wir die Vorgaben Gottes anwenden, die Prinzipien Gottes anwenden. Dann ist der Segen nicht mehr aufzuhalten. Gott segnet nach seinen Maßstäben. Ja? Also in Römer 12, Vers 8 heißt es, wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Ich bin so froh über die vielen Ermahner und Ermutiger, die wir haben, wo sie andere aufrichten, unter die Arme greifen und ihnen Ratschläge geben, wie sie ihr Leben besser bewältigen können. Das ist so notwendig. Oder wenn jemand auf eine schiefe Bahn kommt und irgendwo in Sünde fällt, dass man dann auch hingeht und sagt, Bruder, ich will dir helfen. Oder Schwester, ich will dir da raushelfen. Ich will für dich beten, dass du da den Sieg bekommst in deinem Leben. Solche Menschen sind so notwendig, ja? Überwinder brauchen wir, Ermutiger und Ermahner, die mit Gottes Hilfe ermahnen. In Römer 12, Vers 1, immer noch im selben Kapitel, ja, steht hier von Paulus, wie er wirklich die Gemeinde herausfordert, weil der Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren hat, fordere ich euch auf, ja, in der Lutherbesetzung ermahne ich euch, ja, ich ermahne euch nach der Barmherzigkeit Gottes. Paulus hatte also diesen Dienst ganz groß um Herzen, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ja? In der Lutherübersetzung steht ein lebendiges, heiliges und gottgefälliges Opfer. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja? Merkt ihr dieses Herz des Ermahners? Hier, liebe Brüder und Schwestern, gebt eure Leiber hin. Ihr bekommt den Segen Gottes, wenn ihr euch hingebt, Gott, ja, als lebendige, heilige und Gott wohlgefällige Opfer. Ja? Wir lesen in der Bibel von Barnabas. Ja? Barnabas, den bezeichnet man auch als Sohn des Trostes. Ja? Ganz interessant. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Ja? Das war die Haltung. Ja? Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Das ist so ein, man nennt es auch den Barnabas-Dienst. Tu ein Dienst des Ermutigens und Ermahnens, ein Barnabas-Dienst, ja? Apostelgeschichte 4, 36. Solche Menschen braucht die Gemeinde. Das ist so wichtig. Der anderen Mut macht, der anderen unter die Arme greift, der andere aufrichtet, der andere herausholt aus seinem Loch, wo er vielleicht drinsteckt. Es ist so wichtig, dass die Christen aus ihren Löchern rauskommen und ihre Identität erkennen. Und wieder stark werden im Herrn und lernen in der Macht seiner Stärke zu handeln und zu laufen. Da ist Riesensegen dabei. Ermutiger braucht das Land, ja. In Hebräer 10, 25 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Aufeinander Acht haben, ja, dass man nicht auf falsche Wege kommt. Ermutiger braucht das Land. Nur Mut, du schaffst es. Wie hier der andere tröstet. Ja, du schaffst es. In Philipper 4, Vers 8 heißt es, schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert und einen guten Ruf hat. Ja? Daran orientiert euch. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Was ein Lob verdient, da wenden Lob an. Ja? Was zu loben ist, das lobe. Das tut gut, das baut uns doch auf. Loben zieht nach oben.
Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und wir brauchen alle Lob, oder? Ermutigung für die Dienste, die wir tun. Hab mal einen Dank für das, dass dein Bruder oder Schwester mal wieder was gemacht hat. Blumendienst oder Küchendienst, Putzdienst. Hab mal wieder einen Dank, das anzuerkennen. Es braucht immer Ermutiger. Fünftens, der Dienst des Gebens. Griechisch steht da metadidomi. Man nennt ihn auch den großzügigen Mensch. Was man hat, ist man bereit, mit anderen zu teilen. Ja, steht in Römer 12, Vers 8. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Ja, es ist wirklich eine gesegnete Gabe, die total wichtig ist auch für die Gemeinde. Es gibt auch Menschen, die verdienen gut und leben trotzdem ein bescheidenes Leben, damit sie andere Menschen unterstützen können, damit sie das Reich Gottes unterstützen können, damit sie die Armen unterstützen können. Sie lieben es wirklich, dort mit ihren Finanzen zu dienen und zu geben, wo es notwendig ist, wo Not am Mann ist. Ja? Sie lieben es, arme Kinder zu unterstützen. Sie lieben es, den Bedürftigen zu helfen. Nächste Woche machen wir die Tombola für dieses Missionswerk von Carsten Aus auf den Philippinen, wo er wirklich die armen Kinder da von diesem Manila, von dem Tondo, dem Smoky Mountains da runterholt, ja, und gibt den Kindern ein Heim, gibt ihnen ein Zuhause, gibt ihnen wirklich da Wärme. Und das ist wirklich ein Dienst auch des Gebens. Und wir wollen das als Gemeinde unterstützen und dafür macht Elke Marie auch diese schöne Tombola. Und das ist wirklich ein starker Dienst. Beteiligt euch auch daran. Ja? Es ist so wichtig, der großzügige Mensch sieht die Not der anderen. Er sieht, wenn ein anderer leidet oder wenn ein anderer Mangel hat oder wenn ein anderer bedürftig ist. Keiner von uns bleibt in seinem Leben von Enttäuschungen verschont. Jeder kann mal irgendwo runterrutschen. Ja? Auch unter Obdachlosen, ja, sind manche Menschen, das waren sie vielleicht sogar Akademiker, geschulte Menschen und sind da irgendwo reingerutscht. Ja? Durch Alkohol, durch Probleme in Beziehungen sind da reingerutscht. Und es ist auch eine Aufgabe von Christen, ihnen da rauszuhelfen. Ihnen unter die Arme zu greifen, ja. Es kann ja uns allen mal passieren, dass wir mal in ein Loch geraten. Und dann, wie gut ist es, wenn es Menschen gibt, die ihnen der Liebe Gottes begegnen. In Psalm 40, 1 bis 3 heißt es, ein Lied Davids. Voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn. Und er wandte sich mir zu und hört meinen Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten. Auch diesem David, ja, dieser König, ja, ist es mal passiert, in eine verzweifelte Lage geraten zu sein, ja. Er hat auch Tiefen durchgemacht, Enttäuschungen, Entmutigungen, ja. Er ist auch Sünde in sein Leben gekommen. Und immer wieder ist er auch wieder rausgefunden, ja. Er hat ja Schlimmes erlebt. Auch über seine Familie. Ich habe mir gestern den Film nochmal angeschaut vom David, beim Bibel-TV. Ja? Interessant, auch wie in seine Familie viele Probleme kamen. Auch wegen seiner Sünde. Und das ist interessant. Aber dennoch, man braucht Menschen, die einem in der Not begegnen. Die erste Gemeinde war vorbildlich im Teilen. Damals gab es ja noch nicht so Sozialämter wie hier, heute, jetzt, hier in Deutschland. Ja, die Apostel waren die Sozialämter, ne? Sie haben dafür gesorgt, dass den Witwen und Waisen gut geht und dass sie versorgt waren. Ja? In Apostelgeschichte 4, 32, 34, 35 lesen wir, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Das ist der Idealzustand. Ich hoffe, wir sind auch ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Wie schön. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen, wie Barnabas, und das Geld den Aposteln zu übergeben. Und die verteilten es an die Bedürftigen. Wunderbar. Also auch darin war die erste Gemeinde uns ein Vorbild. Sie haben vorbildlich auch für die Bedürftigen gesorgt.
Ja, das ist auch ganz interessant, wie das auch steht. Wir wissen auch davon, Stephanus wurde ja auch eingesetzt als denen, die dann den Witwen und Waisen gedient haben. Ja. So, jetzt kommen wir zum sechsten, der Dienst des Leitens oder der Hirtendienst. Griechisch steht da Proistemi, wenn ich das richtig ausspreche, Proistemi. Es bedeutet derjenige, der vor den anderen steht, ja, auch Älteste. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein, steht hier in Römer 12, Vers 8. Wer eine Gemeinde leiten soll, ja, da gibt es wieder die Maßstäbe aus 1. Timotheus 3, 1 bis 3. Ja? Als man mich damals 1998 zum Ältesten machte, da habe ich mir diese Stellen genau durchgelesen. 1. Timotheus Kapitel 3. Kann ich das erfüllen, Herr? Bin ich so ein Mann? Da habe ich drum gerungen und habe auch mit meiner Frau da gefragt, Herr, kann ich den Dienst da tun? Das war mir keine leichte Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung gewesen, die ich mit Gott und dem Heiligen Geist da ins Reine brachte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es. Dann mache ich es. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Erstens mal, Gemeinde zu leiten, ist eine schöne Aufgabe. Das muss ich auch mit den Jahren entdecken. Ja, das war am Anfang nur eine große Last. Ja. Und habe es auch mit viel Druck und viel Anforderung an mich dann getan. Aber dass es auch schön ist, das musste ich erst später entdecken. Als ich auch mehr gelernt habe, die Last auf Gott zu werfen, meine Sorgen auch von der Gemeinde auf Jesus zu werfen, als ich es gelernt habe, dass ich mir nicht die Sorgen des Einzelnen für mich persönlich nehmen kann, da wurde ich frei. Ja, es war auch ein Lernprozess. Ich bin darin gewachsen und ich kann heute Gemeinde leiten in der Unterstützung und Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich weiß, der Herr ist mit mir. Allerdings muss ich in solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ja, da gebe ich mir schon mal Mühe. Ich bin mit meiner Frau 40 Jahre zusammen, ja, jetzt am Weihnachten. Und das ist wirklich Gnade. Das ist immer Gnade. Es kann auch mal schief gehen. Ja? Man muss sich immer auf die biblischen Werte berufen. Und der Heilige Geist ist der Kitt, der unsere Beziehung durchträgt. Ja? Maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Ich bin ein friedliebender Mensch. Wenn irgendwas nicht im Frieden ist, dann will ich Frieden haben. Ich kann nur zufrieden leben, wenn Frieden ist in der Familie, in meinem Umfeld. Ja, ich bin da wirklich auch friedliebend. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig sein, seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Am Geld liegt man nicht so viel. Ja. Das macht mir meine Frau die Verwaltung davon. Ja. Hohe Maßstäbe für Leiter. Können Priester das erfüllen, habe ich mal darüber geschrieben. Ja, auch Priester sollen sich darunter stellen. Katholisch, evangelisch, egal wer. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Interessant, ja. Also ich habe es geschafft, mit meinen Kindern eine Freundschaft zu halten und die kommen gern heim. Und das bin ich froh drum. Da bin ich richtig froh drum. Das war auch immer mein Ziel. Ja? Wenn meine Kinder erwachsen sind, dann sollen sie mal gern heimkommen und ich will ihr Freund sein. Ich will ihnen beistehen, wo es möglich ist. Und sie sollen gerne heimkommen und sie sollen sich wohlfühlen. Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Er soll schon mal eine Zeit lang mit dem Herrn gegangen sein. Ja? Er könnte sonst schnell überheblich werden. Stolz kann sich einschleichen. Und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht. Dass Gott sein Urteil über ihn sprechen muss. Ja? Viele sind schon da abgegangen, ne? Als Höhenflieger. Ja? Und dann sind sie abgestürzt. Und das ist gefährlich. Und das ist wirklich, der Feind kann das ausschlachten.
Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Ja? Auch einen guten Ruf unter den Menschen ist wichtig, dass man auch dort nichts Schlechtes über sie sagen kann. Ja? Interessant. Jetzt kommen wir zum siebten. Der Dienst der Barmherzigkeit. Griechisch steht da Eleo. Man nennt es auch der mitleidende Mensch, der mitfühlende Mensch. Er unternimmt konkrete Schritte, um das Leiden anderer zu erleichtern. Ja? Steht in Römer 12, Vers 8, wer sich um Menschen in Not kümmert, soll es gerne tun. Das ist es so. Nicht, dass ich Anerkennung suche, nicht, dass ich irgendwo da meine Ehre bekommen will, sondern ich diene gern und ich helfe gern und ich gebe gern. Ja? Das soll die Motivation sein. Und die Rechte sollen nicht sehen, was die Linke tut. In dieser Haltung, ja, der Barmherzigkeit. Jesus war uns auch ein Vorbild in der Barmherzigkeit. Er war immer bereit, den Menschen zu helfen. Er wandelte mit unter den Menschen, hat sie aufgerichtet, hat sie unterstützt. Ja. Jesaja 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Ist das nicht ein ermutigender Dienst? Ein Dienst der Barmherzigkeit. Ich greife dir unter die Arme. Du schaffst das. Ich gehe da mit dir durch. Ich helfe dir, wieder da in ein normales Leben reinzufinden. Das ist so schön. Der barmherzige Samariter. Ja? Oder man könnte auch sagen, der unbarmherzige Priester und der unbarmherzige Tempeldiener. Also Jesus zeigt uns hier in der Geschichte, wie es mit Barmherzigkeit sein soll. Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Lukas 10, 30, ab 30. Ein Mann ging nach Jerusalem, nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Ja? Vielleicht war es sogar ein Pastor irgendwo. Ja? Er ging schnell weiter. Jetzt will ich dir nur helfen, ich muss zum Gottesdienst. Oder so vielleicht. Ne? Keine Zeit. Ja? Und er ging auf die andere Straßenseite. Er wollte also nicht damit konfrontiert sein. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Interessant, da sagt Jesus gerade diese benutzt als Bilder. Und Tempeldiener, der ja auch Gott dient. Ne? Er ist aber auch an ihm vorbeigezogen. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. So machen auch manchmal Christen große Bogen um Not. Weil sie nur sich sehen oder seine Familie und nicht die Not des anderen. Ja? Sie kümmern sich nur um ich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Und das ist nicht die richtige Haltung. Ja? Jesus sagt weiter, dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Ja? Empathie, ja? Mitleid, mitfühlend. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Ja? Also der verachtete Samariter tat den notwendigen Dienst der Barmherziger, der Barmherzigkeit. Ja? Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Ja? Er war da bereit, seine Zeit zu investieren, ihn zu gesund zu pflegen und auch dafür sorgen, dass er im Gesundheitsprozess eingebunden war dort in der Herberge. Ja? War bereit, auch die Kosten zu bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Wer war jetzt barmherzig? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Ja?
Das ist Barmherzigkeit. Und diese Menschen braucht man. Ja? Das ist die sieben Funktionsgaben, die auch so sichtbar werden sollen in der Gemeinde. Es gibt ja viel mehr Gaben. Also die Bibel spricht von über 50 Gaben in der Bibel, die man anwenden kann zur Ehre Gottes. Da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Aber diese sieben Funktionsgaben, die sollen in unserem Leben sichtbar werden. Individuelle Gaben, die wir zur Ehre Gottes einsetzen. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Vielleicht ist es dir jetzt auch schon ins Herz gefallen bei der Verkündigung. Daher hast du was in mich reingelegt. Ich will darin dienen lernen. Ich will diese Gabe erkennen. Ich will diese Gabe in mir entwickeln. Und ich will sie anwenden. Ich will darin laufen lernen. Ich will darin dienen lernen. Ja? Und dafür bete ich jetzt noch einmal, dass Gott Gnade gibt, dass diese Gaben zur Ehre Gottes angewandt werden. Vater im Himmel, ich danke dir so für dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und ich danke dir, Herr Jesus, für das wunderbare Beispiel und das wunderbare Vorbild, das du uns gegeben hast, auch in diesen Gaben zu dienen. Hilf uns dabei auch, dass wir auch diese prophetische Rede, dass wir bereit sein, auch für dich zu sprechen, dass wir Impulse von dir vernehmen als intuitive Menschen und dass wir es weitergeben. Deine Gedanken, deine Ratschlüsse, dass wir sie an die Menschen weitergeben. Gib uns auch, dass wir praktisch dienen lernen an unseren Mitmenschen. Dass wir praktisch anwenden, Herr, unsere Begabungen im Handwerk, in all diesen Dingen, Herr, die in uns liegen, die wir schon in unseren Berufen haben, wo wir es anwenden können, auch an unseren Geschwistern und an unseren Mitmenschen. Gib auch Lehrer für die Gemeinde. Ich bitte dich so, dass du Menschen Hunger gibst, dein Wort zu lesen, dein Wort zu studieren, Zusammenhänge, Ratschlüsse richtig einzuordnen und sie auch andere Menschen lehren zu dürfen. Gib dort Lehrer, setze sie frei, Vater. Ich bitte dich um Gnade. Ich bitte dich um Gnade, dass du den Dienst des Ermahners und Ermutigers freisetzt. Dass Menschen dort sehen, eine Not haben für die, die aufgerichtet werden müssen, denen man Mut zusprechen soll. Dass man das tut durch einen Anruf, durch eine Unterstützung, durch eine Ermahnung, auch bereit sein herauszuhelfen, dass sie den individuellen Willen Gottes tun in der Situation, Vater. Gib dort auch Gnade, Herr, dass wir unsere Finanzen auch freisetzen für dein Reich. Dass diese Gabe des Gebens, dass wir die Not sehen, wo du Menschen helfen willst, auch in der Welt, wo arme Kinder sind, wo Bedürftige sind, wo Not ist auch in der Gemeinde, Herr, dass wir dort auch unsere Finanzen zur Verfügung stellen, dir zur Ehre. Dass wir es gerne tun. Gib dort Gnade, Vater, dass auch Leiter freigesetzt werden mit einem Hirtendienst, die gerne auch andere Menschen behirten und für sie einstehen, Herr. Schenke Hirten, Herr, für die Gemeinde. Schenke, dass dieser Dienst neu angewandt wird zu deiner Ehre, Vater. Ich bitte dich auch, dass du uns die Gabe der Barmherzigkeit gibst, dass wir wirklich auch den Menschen in Not begegnen. Segne uns mit diesen sieben Funktionsgaben und schenke uns, Herr, dass wir es zu deiner Ehre einsetzen. Dass wir nicht etwas Anerkennung dafür suchen, sondern dass wir es aus Liebe tun, aus der rechten Motivation, dir zu dienen. Vater, so segne die Herzen und erfülle uns alle in dem Heiligen Geist. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.